Und damit herzlich willkommen zu Scene Talk. Ich mache auch mal eine Kritik zu einem Film, der Anfang des Jahres erschienen ist, nämlich zu The Batman. Und ich habe ja darüber noch gar nicht gesprochen und ob ich den Film überhaupt mag oder nicht. Und das verrate ich euch jetzt, wie immer nach dem Trailer. Before you've nothing left. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Whoa, take it easy, sweetheart. Hear everything they say, ain't you? Maybe we're not so different. Who are you under there? I'm vengeance. What's black and blue and dead all over? You, Dick. I got you! In The Batman geht es um Bruce Wayne, beziehungsweise The Batman. Und der ist schon längere Zeit in Gotham bekannt. Er hat mittlerweile auch schon sein eigenes Sign bekommen, was am Nachthimmel erglitzert. Und immer wieder heißt es, dass er quasi nicht die Gerechtigkeit ist, sondern er ist die Rache. Er ist die Vengeance und die Gerechtigkeit auch. So wird er auch im Film die ganze Zeit genannt. Doch er kriegt das irgendwann zu tun mit einem Gegenspieler, der Briefe an seinen Opfern drapiert, die an den Batman gerichtet sind. Die kommen von dem Riddler und nun soll Batman diesen Hinweisen des Riddlers folgen und damit eine riesengroße Verschwörung innerhalb der Polizei oder innerhalb Gothams aufdecken. Und das ist im Grunde die Geschichte in The Batman. Er kam Anfang des Jahres raus, ist von Regisseur Matt Reeves. Der hat unter anderem Cloverfield gemacht, Let Me In oder die letzten beiden fantastischen Planet der Affen Filme, die vor ein paar Jahren, also War of the Planet of the Apes und Dawn for the Planet of the Apes. Und ja, da war ich definitiv schon mal, bevor der Film überhaupt rauskam, auf der Seite, ja, habe ich Bock drauf. Dann kam raus, Robert Pattinson spielt Bruce Wayne, auch da Count Me In, nachdem er Twilight durchexorziert hatte, hatte der ja richtig gute Rollen, The Lighthouse, dann Cosmopolitan, High Life und so weiter und so fort. Und mit The Batman kehrt er wieder in ein Franchise zurück, was aber wirklich wie auf ihn aufs Leib geschneidert ist. Ich liebe seine Performance. Ich liebe seine Physis, die er an den Tag legt. Ich mag es, dass man ihn sehr wenig als Bruce Wayne sieht und primär als Detektiv Batman. Denn
das ist eher auch der Kern von Batman. Er ist ja eigentlich nicht ein Schlechter, der durch die Straßen läuft und alle Leute aufs Maul haut, sondern er ist ja im Grunde ein Detektiv. Und das war er in den Videospielen, das ist er in den Comics primär und das ist er auch hier. Er ist da, um einen Fall zu lösen. Und das macht er mit so einer Bravour. Deswegen ist der Film auch so ruhig. Der Film ist langsam und hat auch maximal 3 Action-Set-Pieces. Einmal auf einer Autobahn, dann das Finale und eine ganz am Anfang, wenn man die überhaupt zählen will. Und so ist The Batman viel mehr ein Krimi-Thriller, als dass er ein Action-Blockbuster ist. Und das mag ich. Ich finde, dass der Film ganz ruhig ist. Dass der im Stil von Zodiac 7 oder The Girl with the Dragon Tattoo inszeniert ist, dass der sehr dreckig ist, sehr runtergekommen. Man hat wirklich das Gefühl, dass Gotham ein echtes Drecksloch ist. Und das hatte man in der Form halt noch nie. Man hatte immer so, okay, Gotham existiert, aber wir fokussieren uns eigentlich auf alles andere. Und hier hat man das Gefühl, Gotham ist ein Hauptbestandteil dieses Batman. Es ist wichtig, dass diese Stadt existiert. Es ist wichtig, dass die runtergekommen ist. Und wir wollen ja auch rausfinden, warum diese Stadt so abgeranzt ist. Warum diese Stadt voller Krimineller ist. Und warum der Riddler, gespielt übrigens von Paul Dano, eben das macht, was er macht. Er lässt Leute leiden, die in Korruption verwickelt sind. Sei es ein Polizist, sei es ein hochrangiger Politiker, er holt sie sich alle, lässt sie leiden und versucht dadurch, indem er selber Rache verübt, Batman auf die Spur zu bekommen, wer jetzt hier hinter dieser eigentlichen Verschwörung innerhalb der obersten Gotham-Reihen ist. Und das liebe ich. Ich liebe The Riddler, weil der kommt bis zum Ende gar nicht wirklich vor. Der ist halt quasi mal via Video zugeschaltet und man sieht mal, was er irgendwie mit seinen Opfern macht. Aber im Großen und Ganzen ist der Riddler ein Nebencharakter, der am Ende erst wirklich vorkommt und wir daraufhin durch uns den Untergrund dieser Stadt fressen. Und das ist so großartig, visuell, audiovisuell, schauspielerisch. Das Kostümdesign, die Maske, das Setdesign, alles in diesem Film ist so brachial gut, dass ich hin und weg war, als ich den gesehen habe. Er hätte mir hier und da ein kleines bisschen kürzer sein können, das muss ich wirklich sagen. Das Finale, bei dem ich den das zweite Mal gesehen habe, ist ein bisschen zu, okay, wir müssen jetzt nochmal einen richtig harten Action-Showdown reinballern. Ich meine, das ist toll inszeniert und alles, aber es passt irgendwie nicht so ganz zum Rest. Und klar, das ist ein wirklich starkes Ding. Und ich gebe dem auch eine relativ hohe Punktzahl. Aber ja, man muss ja auch mal ein bisschen Kritik üben. The Batman kriegt von mir 8 von 10 möglichen Punkten. Ich finde den super geil. Guckt den euch an, wenn ihr den nicht schon gesehen habt. Aber der war ja ein Riesenerfolg im Kino. Also werdet ihr den vielleicht sogar schon gesehen haben. Dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den fandet. Lasst ein Like und ein Abo da. Morgen geht's weiter mit einer Kritik zu Pearl. Und bis dann. Tschüss. Haut rein und bye.